Moin, moin meine aktiven Freunde und herzlich willkommen. Heute ein neues Video in einer Frische und heute mal ohne Cap. Seiten sind schön kurz, Digga, und ich habe mal Lust, ein Video ohne Cap zu machen. Wahrscheinlich denkt ihr gerade, hä, wieso, wer ist das, Digga? Den Kanal habe ich doch gar nicht abonniert. Wer ist der Typ hinter der Kamera? Naja, heute machen wir auf jeden Fall nochmal ein paar Quiz, die erstellt worden sind. Quizzes, Quiz, ich weiß nicht, wie man es, ob eine Mehrzahl Quiz oder Quizzes? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall habe ich es ja schon in der Vergangenheit mal gemacht, dass ich Fragen oder ein Quiz von mir versuche, richtig zu beantworten, alle Fragen. Und ja, die erste Frage lautet, Monte ist vor allem bekannt durch seine Eisteesucht, seine Internetpräsenz oder seine Kampfsportkünste. Also ich würde ja persönlich sagen, durch seine Kampfsportkünste, aber es ist doch die Internetpräsenz. So, let's go. Nächste Frage. Welche Farbe hat Montes neuer BMW? Schwarz wie Elotrix Humor? Eigentlich weiß, aber meistens dreckig. Oder neongrün. Es ist in dem Fall eigentlich weiß, aber meistens dreckig. Wenn ihr wüsstet, wie der BMW gerade aussieht von mir. Ich bin letztens durch den Matsch gezischt, aber richtig heftig durch den Wald. Der ist sehr, sehr dreckig an der Seite. So richtig, naja, voller Matsch halt. Auf jeden Fall ist es weiß. So, nächste Frage. Let's go. In einem seiner härtesten und emotionalsten Videos erzählt Monte von dem Tod eines Bekannten, Durchfall im Livestream. Ja, moin. Oder seinem ersten Mal mit einem Tier. Digga. Wer hat das entwickelt? Chromes hat das entwickelt. Den kenne ich auch aus meinem Livestream, wenn mich nicht alles täuscht. Und es ist nicht Durchfall im Livestream, auch wenn das ja passiv wäre. Es ist der Tod von einem Bekannten. Ja, ich würde sagen, das haken wir mal hier an. Und nächste Frage, let's go. Auch international wird Monte besonders geschätzt für sein Packluck bei FIFA, seine ultraaktiven Zuschauer oder seine Englischkenntnisse. Auch international wird Monte besonders geschätzt für sein Packluck bei FIFA, seine ultraaktiven Zuschauer oder seine Englischkenntnisse. Hä, WTF, was ist das für eine Frage? Auch international wird Monte besonders geschätzt für, also international werde ich geschätzt, das heißt, irgendwelche ausländischen Leute schätzen mich. Für mein Packluck nicht. Für meine ultraaktiven Zuschauer oder seine Englischkenntnisse? Puh, Digga, die Frage, ich würde sagen, meine ultraaktiven Zuschauer. Weil mein Packluck interessiert keinen Ausländer, meine Englischkenntnisse auch nicht. Aber wenn ich vielleicht mal jemanden hoste bei Twitch oder so, dann freuen sich die Leute. Ich würde sagen, ja, ich würde seine ultraaktiven Zuschauer sagen. Nächste Frage. Der süße Hund von Monto und Anna heißt Keil, Keul oder Krücke? Krücke. Krücke, komm mal her, hol dir mal ein Leckerli ab. Nee, der heißt Keil. Aber ich nenne ihn eigentlich immer nur Keilo. Also, ja, weiß nicht. Oder Keili oder dicker Mops. Ach, keine Ahnung. Nächste Frage, let's go. So, die nächste Frage lautet, laut eigener Aussage schläft Monte am liebsten nackt in einem Ganzkörperkondom oder draußen im Wald. Also ich würde mal drauf tippen, nackt. Also nicht immer, aber ich schlafe doch recht häufig nackt. Ich weiß nicht, fühlt sich einfach am geilsten an. Jeder Mann kennt das, ist jetzt auch nichts pervers oder so, aber man wacht auf und hat da so einen Halbständer und es fühlt sich einfach gut an, wenn man dann keine Boxershorts hat, die drückt. So sehe ich das. Also nackt ist die richtige Antwort. Nächste Frage, let's go. Ein absolutes Grundnahrungsmittel für Monte ist vor allem Katzenfutter, Mais, Esspapier. Katzenfutter habe ich mal probiert, schmeckt gar nicht so schlecht. Esspapier ist auch lecker, aber es ist Mais. Ich liebe Mais. Am geilsten ist es einfach einen richtig geilen Maiskolben mit Kräuterbutter und Salz. Vom Grill am besten noch. Digga, hammermäßig. Ich liebe das. Anna mag zum Beispiel gar kein Mais. Habe ich auch schon ein paar Mal überlegt, sie deswegen zu verlassen. Wie kann man kein Mais mögen? Digga, ist einfach... Wie kann man kein Mais mögen? Mais ist das Beste ever. So, also... Mais ist die richtige Antwort und nächste Frage, let's go. Montana Black hat einen Doppelgänger. Diesen kennt man vor allem unter den Namen Shisha Johnny, Spontana oder Lippenlemmy. Ja, da würde ich sagen Spontana, mein Zweitkanal Spontana Black, wo wir jetzt hier gerade das Video auch für aufnehmen und wo ihr es gerade seht, würde ich sagen, ist Spontana. Nächste Frage, let's go. Statt eines Messbechers nutzt Monte zum Kochen gerne eine Wasserflasche, seinen Zahnputzbecher oder eine Suppenkelle. Ja, in der Tat nehme ich dann eine Wasserflasche. Letztens, kurze Real-Life-Story hier, letztens hat Deluxe Derox, ein langjähriger Zuschauer von mir, bei mir geklingelt. Das ist auch cool für mich, ich komme gut mit dem klar, habe ihn auch schon ein paar Mal privat getroffen. Der hat bei mir geklingelt und hat mir einen Messbecher vorbeigebracht, weil seine Mutter entsetzt war, dass ich eine Wasserflasche nehme zum zum Bestimmen von Wasser, was ich halt ins Essen dann reinmachen muss. Ja, normalerweise benutze ich eine Wasserflasche, easy, Digga. Mann ist Mann, wisst ihr, wie ich meine? So, nächste Frage, let's go. Montana Black sammelt leidenschaftlich gern VGAs, rote Arschhaare oder Umschnalldildos. Also,
Umschnalldildos sammle ich jetzt nicht unbedingt. Rote Arschhaare. Nee, es sind VGAs. Let's go, nächste Frage. Wie alt ist Monte wirklich? Na, das ist leider veraltet. Ich bin jetzt schon 20. Aber ja, hier gibt es nur die eine Antwort. So, ich glaube, das ist jetzt die letzte Frage. Schauen wir uns mal die Auswertung an. WTF, Alter? Eine Frage habe ich falsch. Sie haben 10 von 11 Aufgaben richtig beantwortet. Im Durchschnitt haben die 171 Surfer, die das Quiz gemacht haben, 8,8 richtige... ja, moin. Wahrscheinlich 8,8, oder? Also, ich muss mal gucken, was ist denn die falsche Frage oder die falsche Antwort? Wahrscheinlich das mit den Zuschauern, mit den aktiven Zuschauern, dies, das. So eine Trollscheiße, ihr seht das gerade. Wie alt ist Monte wirklich? Das... Ja, gut. Natürlich kann nur eine Antwort richtig sein, aber ich habe alle Fragen richtig beantwortet. Ja, Mann, ich würde sagen, ein Quiz geht noch. Let's go. So, nächstes Quiz. Let's go. Jetzt ist das irgendwie hier anders aufgebaut. Jetzt muss man runterscrollen, ganz komisch. Und ich habe nochmal nachgeguckt. Die Mehrzahl von Quiz ist Quizzes. Digga, versuch mal 10-mal hintereinander Quizzes auszusprechen. Quizzes, Quizzes, Quizzes. Was für ein komisches Wort. Naja. Was werft Monte oft? Tastaturen, Controller, Socken oder Essen? In dem Fall sind es die Controller. Welches Spiel wurde im Wald vergraben? Black Ops 2, MW1, Infinite Warfare, Ghosts oder AW? In dem Fall war es Black Ops 2, Freunde der gepflegten Unterhaltung. Was vermisst Monte an seinem alten AMG? Die Hupe, die Sitzheizung, der Sound, die Scheiben und darunter ist noch die Felgen. Es ist wirklich der Sound. Der schöne V8-Sound. What the fuck is that? Der fehlt mir extrem. Der fehlt mir nicht nur ein bisschen, der fehlt mir extrem, Alter. Naja, nächste Frage. Wie heißt seine Stream-Währung? Da müsste ich eigentlich auch nochmal ein ganzes Video drüber machen, weil die meisten Leute verstehen das immer nicht. Da muss ich nochmal ein Video zu machen. Ja, die Stream-Währung heißt nicht Nase, nicht aktiv, nicht aktive Spritzer, sondern Montys. Mit wem ist er gesponsert? Red Bull, Astro, Breaking Bad, Monster oder Call of Duty? Es ist in dem Fall Astro, wisst ihr ja, bestes Headset EU West. Meine Meinung, wenn ihr eine andere Meinung habt, ist vollkommen in Ordnung. Ich liebe Astro, wie ihr wisst. Link dazu ganz oben in der Beschreibung. Ja, und es ist Astro. Von welcher Serie hat er ein Tattoo? Breaking Bad, Walking Dead, Prison Break oder Berlin Tag und Nacht? Ja, moin, wahrscheinlich von Berlin Tag und Nacht. Nee, es ist Breaking Bad, wie man hier unschwer erkennen kann. Heisenberg, Easter. Also ich habe hier das Fass mit dem Geld drauf. Also wie man sieht, hier ist das Fass mit Geld, hier ist Heisenberg. Dann habe ich hier beispielsweise die Fliege. Das kennen nur die Leute, die die Serie geguckt haben, die Fliege. Hier, sieht man das? Hier ist die Schachtel Zigaretten. Dann habe ich hier Jesse tätowiert. Hier das Wohnmobil und auf dem Oberarm ist noch Walter. Ja, Breaking Bad, beste Sendung ever. Oder Serie, besser gesagt. Mit wem hat Monte damals ein Video gedreht? Ben Luxter und InScope, Solution und Gronkh, wahrscheinlich. Flying Uwe und Marcel, Elotrix und Katja oder Barca und Flying Uwe. Es ist Ben Luxter und InScope 21. Finde ich auch sehr schade, dass Ben Luxter keine Videos mehr macht. Oder die Videos, die er gemacht hat, nicht mehr so sind wie früher. Was hasst Monte am meisten auf YouTube? Bibi, Katja, Tanzverbot, ApoRed oder Dena? Ich habe mit keinem ein Problem, außer mit ihr. Was macht Monte, bevor er Privatsphäre genießt? Socken bereithalten, telefonieren, Kamera wegdrehen, Müll leeren, Zimmer aufräumen. Hä? Was macht Monte, bevor er Privatsphäre genießt? Socken bereithalten, telefonieren, Kamera wegdrehen, Müll leeren, Zimmer aufräumen. Ich würde, das Einzige, was Sinn macht, ist Kamera wegdrehen, oder? Ja, würde ich sagen. So, die letzte Frage. Warum will er nicht mehr nach Amerika? Wegen der Zeitverschiebung? Weil er zu viel Geld für Schuhe ausgibt? Weil er in der Zeit nicht livestreamen kann? Wegen der Flugzeit? Wegen Trump? Es ist in der Tat die Flugzeit. Also, ich würde schon nach Amerika nochmal fliegen. Und es soll sich nicht abgehoben anhören. Aber dann würde ich nur First Class bzw. Business Class fliegen, wo man sich wirklich richtig hinlegen kann und auch schlafen kann. Der Flug nach Los Angeles war so krampfhaft, 11 Stunden lang die ganze Zeit so zu sitzen in dem Flugzeug und immer dann nicht schlafen richtig. Digga, das war zum Kotzen, Digga. Naja, wir schauen mal auf die Auswertung. Let's go. Aktiv, sie haben 9 von 10 Aufgaben richtig beantwortet. Im Durchschnitt haben die 190 Surfer, die das Quiz gemacht haben, 5,35 richtige Antworten gegeben. Digga, da waren aber einige passiv, Alter. Was ist denn die falsche Dings gewesen? Müssen wir mal kurz gucken. Richtig, richtig. Hä, habe ich hier
was für Miss Ponta an seinem alten Arm geht. Habe ich da nicht den Sound angeklickt? Das war dann Fehler. Da habe ich ja gesagt, der Sound. Was habe ich denn da angeklickt? Ja, moin, werde ich ja sehen, wenn das Video geschnitten ist. Ja, pff, scheiß drauf, Digga. Im Grunde habe ich alle Fragen wieder richtig beantwortet. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ihr könnt mir gerne auch Quizzes erstellen. Am besten richtig schwere Quiz, wo ich selber auch Quizzes, woran ich richtig verzweifle. Ja, Mann. Und in dem Sinne sage ich einfach Wiederschauen und reingehauen.